in diesem Moment zu Ende. 5 Wochen Brasilien, 3 Wochen Vorbereitung. Und mit dem Zwischenstopp Berlin und der großen Party hier am Brandenburger Tor wird es dann heute Nachmittag in die Heimatstädte der 23 Spieler des gesamten Funktionsteams und der Trainer gehen. Der absolute Wahnsinn. Die deutsche Mannschaft ist wieder zu Hause. Und es gibt ja sehr unterschiedliche Arten von nach Hause kommen. Manchmal spielt man sich alleine am Gepäckband vorbei, niemand nimmt einen wahr. In anderen Momenten erwartet einen die Eltern, Oma, Opa, machen einen riesen Bahnhof. Und dann gibt es ein Nachhausekommen, wo Reporter wichtige Sätze sprechen wie: Sie betreten deutschen Boden. Und ein Vorstandsvorsitzender höchstpersönlich die Tür öffnet. Genauso ein Tag ist heute. Nicht nur, dass die deutsche Fahne sofort und den Bus der Weltmeister begrüßen. Offen werden sie nachher in Altmoabit fahren, die Rahel-Hirsch-Straße entlang, das Kapelleufer, die Reinhardt-Straße, über die Luisenstraße in die Wilhelmstraße, dann unter den Linden, um hier inklusive 4. Stern am Pariser Platz anzukommen. Und haben Sie es gehört? Dieses Klopfen von innen gegen die Scheibe, als unsere Motorrad... Weiter die Bilder und dann sind wir gleich wieder da. Das ist ja jetzt auch mal eine schöne Selbstverforderung von Joachim Löw. Den ersten Titel hat er schon mal geholt, dann aber gerne den zweiten in 2 Jahren in Frankreich, in der Europameisterschaft. Nein, das können wir natürlich anders interpretieren. Sie sind die Nummer 1 der Welt und das darf man dann auch gerne mal quer über den Bauch tragen. Alles wunderbar. Die Mannschaft hat es jetzt mit dem Bus gerade gemacht, wie André Schürrle in der 113. gegen Argentinien, einmal links abgebogen und dann rein damit, in dem Fall mit der ganzen Mannschaft, auf den offenen Truck. Das Ganze findet statt in der Polizeidirektion 3. Ein fast schon historischer Ort. Hier sind schon andere vor Ihnen umgestiegen. Der Papst mal ins Papamobil, Barack Obama bei seinem legendären Berlin-Auftritt. Und nun also die Weltmeister. Bisschen schade eigentlich, dass man sich für diese getönten Scheiben entschieden hat. Wenn man so einen Bus komplett schon umlackiert, dann hätte man vielleicht auch noch da Hand anlegen können. Denn die Fans, die jetzt schon auf dem Weg hierhin zum Umstiegspunkt an der Straße waren, die hätten ihre Weltmeister natürlich auch gerne gesehen. Und so wie die von innen gegen die Scheiben gedonnert haben, hätten sie es mit Sicherheit auch gut ertragen können, wenn man einen Blick hätte auf sie werfen dürfen. Aber ab jetzt wird ja alles anders, denn jetzt geht's gleich auf die grüne Kunstrasenwiese da oben in diesem Auflieger. Und nach dem Song des Trainerteams, das Team die Nummer 1 der Welt seid ihr und wir mit euch. Und wie hat sein früherer Kapitän Oliver Kahn so gern gesagt zu Philipp Lahm, da ist das Ding. Lukas Podolski leicht angeschlagen mit der Aha-Mütze bei seinen Kollegen bei Arsenal London.
gern geneckt, weil er die Anweisung seines Coaches Arsene Wenger so gerne kommentiert mit den Worten, mit dem einen Wort, aha. Es gibt auf der Homepage von Arsenal ein ganzes Aha-Video. Wer sich in der Hauptstadt befindet und einen kleinen Wegeplan noch mal braucht, um zu wissen, wo fahren die jetzt eigentlich lang. Also die sind jetzt in der Kruppstraße, werden dann über die Rathenower Straße nach Altmoabit fahren, in die Rahel-Hirsch-Straße einbiegen, übers Kapelle-Ufer in die Reinhardt-Straße. Dann ist man schon ganz nah hier am Brandenburger Tor. Dann geht's in die Luisenstraße, über die Marschallbrücke, ab in die Wilhelmstraße. Dann noch ein schüchterner Rechtsschwenk unter den Linden und dann sind sie am Pariser Platz. Und ich bin neugierig, wie lange das wohl dauern mag. Bisher alles freigehalten. Kann aber gut sein, dass es jetzt etwas enger wird. Denn wenn man diese 23 und ihre Betreuer sehen möchte, dann geht das jetzt nur noch auf den Weg, denn die Fanmeile, die ist mal wieder dicht. Es ist ja immer noch ein wissenschaftliches Geheimnis, wie viele hier dann wirklich am Pariser Platz vom Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni sind. Die Angaben beim Finale schwanken zwischen. In diesem abgesperrten Bereich hinter dem Brandenburger Tor werden sie dann ankommen. Dann dürfen sie in dieses weiße Gebäude links, ein Bankhaus, das der Mannschaft als Sponsor eng verbunden ist. Da dürfen sie noch mal kurz frisch machen. Und dann geht es in der Mitte die Stufen hoch auf das Kunstrasengrün und raus in die Massen. Es ist wirklich unfassbar, wenn sie dahinter schauen, hinter das Tor. Alles voll, alle wollen dabei sein. Die Party ist eben auch nach 120 Minuten von Maracana noch lange nicht. Und dann bin ich mal neugierig, ob es jetzt auf den Straßen richtig voll wird. Und wie schnell sie in bester Truck-Manier diese letzten Meter zurücklegen werden. Fürs Team, was hier zu Hause los war. Seit 2006 geht das so. Man hat ein Stück weit Euphorie, Routine bekommen. Aber das 1:0 von Mario Götze hat dann doch nochmal alles explodieren lassen. Und genau die Stimmung, die vor 8 Jahren geboren wurde bei der WM in Deutschland. Sie hat aber nochmal ein solches Hoch erlebt. Durch diesen Titel. Veline Helene war auch ein WM-Song. Und ich würde sagen, wir holen mal die Karten raus. Wenn Ihnen reicht, ist es soweit. Da sind jetzt nicht nur Spieler drauf, da ist natürlich das ganze Trainerteam dabei. Und mittendrin auch zwei Gesichter, die man gar nicht kennt. Die haben nur die Aufgabe, auf den Weltpokal aufzupassen. Dass er keinem runterfällt und dass keiner es wagt, drauf zu springen und das Teil zu klauen. Es ist deutlich mehr wert als diese 6-stellige Summe, die es an materiellem Wert in sich trägt. Der Pokal ist das, nachdem die ganze Fußballwelt getrachtet hat. Und dieses Team war jetzt einfach mal dran.
11 und überall da, hier und überall da, wo die Uhren richtig gehen. Berlin schmückt sich nochmal in Schwarz-Rot-Gold. Auch nicht schlecht. Der Mann mit der 13, der Capitano, ein bisschen hinten dran, also von Fahrradfahrern begleitet. Der beste Torwart der Welt, Manuel Neuer, völlig zu Recht mit dem goldenen Handschuh in Brasilien geehrt. Und auch wenn in jedem Spiel der eine oder andere. Gucken bitte. Management war gefordert. Wir brauchten einen Ausschuss. Alles ist gut, es geht weiter. Und zwar genau 75 Zentimeter. Glückwunsch dafür. Die Motorradfahrer der Berliner Polizei geben alles vor diesem Truck, aber logischerweise wird die Menschenmenge jetzt immer dichter und dichter. Und jetzt, spätestens ab jetzt, ist mal wieder Geduld gefragt. Die Kuppel des Reichstags kann man da hinten schon sehen. Links der Fernsehturm. Und Menschen, Menschen und nochmals Menschen. Und ganz vorne, da ist er. Der hier am Zielpunkt unterhalten sich damit, indem sie nochmal alle Namen und alle Nummern üben. Jeder ist ein Fußballgott, wenn er aufgerufen wird. Und natürlich auch diejenigen, die ohne Einsatz Weltmeister geworden sind. Und Kevin Großkreuz, der ja kurz davor war. In der Verlängerung gegen Argentinien, da stand er schon bereit, aber Bastian Schweinsteiger trotz Cut sofort zurück aufs Feld gekommen ist. Ein Erik Durm, ein Matthias Ginter, ein Ron-Robert Zieler, ein Robert Weidenfeller, Roman Weidenfeller, all diejenigen haben ihren Teil dazu. Auf der Spree bleiben die Schiffe einfach vor Anker. Da oben hält ein Zug an, einfach so. Wir können jetzt durchs Brandenburger Tor auf die Massen sehen und auch in der Miene von Mannschaftsarzt Müller-Wohlfahrt, da sieht man das pure Erstaunen. Da sind viele, die haben schon einiges erlebt, aber das ist jetzt ein Augenblick, den man erstmal genießen möchte. Da sind sie gefühlt schon durch Hunderttausende durchgefahren, kommen hier an und schauen nochmal. Auf, ich weiß nicht wie viele, die Angaben gehen ja immer zwischen 250 und 500.000. Auf jeden Fall, die Fanmeile ist seit Stunden dicht, niemand wird mehr rausgelassen. Sie sind alle noch einmal gekommen, um dieses Team zu feiern. Und man sieht doch eine Menge staunender Gesichter. Das ist eine ganz gute Sause wird, das hat man ihnen angekündigt. Aber dass es so wird, das konnte man sich kaum vorstellen. So.
dem Sekt war gerade keine Frechheit, sondern Uli Vogt, der Pressesprecher, wollte einfach nicht hören. Und damit er sich mal umdreht, hat Miroslav Klose sich dann mit Getränk bemerkbar gemacht. Wir freuen uns schon auf den nächsten Tweet von Bastian Schweinsteiger oder wem auch immer. Wird für sich selbst und für alle festbleiben. Und für Per Mertesacker, den wir da oben gerade in voller Albatros-Spannbreite gesehen haben, kommt ja dann noch ein persönliches Highlight. Er ist Vater geworden, kurz bevor es ins erste Trainingslager ging. Und jetzt endlich nach 8 Wochen darf er sein zweites Kind dann wirklich mal kennenlernen. Ganz in Ruhe. Und auf ihn sind natürlich viele Blicke gerichtet, genauso wie auf Joachim Löw. In einer Reihe mit Sepp Herberger, Helmut Schön, Franz Beckenbauer genannt zu werden als der 4. Weltmeistertrainer Deutschlands. Mehr geht kaum. Mehr geht schon, sagt Joachim Löw, jedenfalls in dem, was er bisher angedeutet hat. Sein Vertrag läuft noch 2 Jahre. Und einen Europameistertitel in Frankreich oben drauf zu setzen, das wäre auch noch ganz schön. Sollen wir die deutsche Mannschaft auf die Bühne holen? Hier fragt jemand, ob wir die deutsche Mannschaft auf die Bühne holen sollen. Sollen wir die deutsche Mannschaft auf die Bühne holen? Die Antwort ist wohl klar. Sollen wir den Weltmeister 2014 auf die Bühne holen? Aber das Protokoll verlangt, dass man noch ein bisschen geduldig ist. Da haben wir schon mal 3 Firebeaster. Lukas Podolski, Mesut Özil, Per Mertesacker. Ob Sie wohl die Tweets vom FC Arsenal verfolgt haben, dass heute Trainingsauftakt in London ist? Und er ist einfach ein klasse Typ. Das Klose immer geerdet geblieben. Nie vergessen, wie steinig auch sein Weg war. So, was hat sich denn Pierre Mertesacker vertreten, dass es so langsam runtergeht? Lukas Podolski auf jeden Fall schon mal der Stimmungsweltmeister, der sich auch in den letzten Tagen in Brasilien immer wieder präsentiert hat. Joachim Löw, Andreas Köpke, Hansi Flick, der Sportdirektor im DFB weitermacht. Wir sind gespannt, wen Joachim Löw sich als neuen Co-Trainer ausgespuckt hat. Hat alles Zeit, jetzt heißt es erstmal einfach nur genießen. Und das tut er, sichtbar, in vollen Zügen. Natürlich der Glückwunsch nicht nur an die Spieler, sondern all die Betreuer, die im Hintergrund für perfekte Verhältnisse gesorgt haben. Auch sie sind Weltmeister geworden. War ein wichtiger Teil dieses erfolgreichen Projekts. Und können die 1 auf dem T-Shirt mit Stolz tragen. Thank you.
Die Erwartungshaltung steigt jetzt natürlich. Aber erstmal gilt es noch ein paar Unterschriften zu setzen. Nicht nur auf Trikots, sondern auch ins Goldene Buch der Stadt Berlin. Steht auch noch auf dem Programm. Bevor dann Alexander Bommes und Sven Voss das Bühnenprogramm übernehmen. Bastian Schweinsteiger symbolisiert das Ganze nochmal. Immer wieder aufstehen. Das war seine unfassbare Leistung im Finale. Was hat der eingesteckt? Was hat er alles hingenommen? Inklusive Faustschlag ins Gesicht in der Verlängerung. Hat sich nie unterkriegen lassen. Hat mit den meisten Ballkontakten im Finale, mit einer sensationellen Zweikampfquote, eine entscheidende Rolle. Beim aufgegangen ist, dass es in diesem Turnier Entwicklung gegeben hat, auf die er reagiert hat, taktisch und personell. Philipp Lahm wieder nach rechts zu ziehen. Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira und ihre Power und Energie nach deren Genesung zurück ins Team zu bringen, das waren entscheidende Erfolgsfaktoren. Auch einen Miroslav Klose wieder in die Startelf zu beordern. Und das Glück ins Händchen hat Joachim Löw mit seinen Auswechslungen gehabt. Der Mann hat den WM-Titel eingewechselt mit Mario Götze und André Schürrle, dem Vorbereiter und dem Vollender. Arne Friedrich, vorhin noch bei Reinhold Beckmann, jetzt mitten im Kreis der ehemaligen Kollegen, der 2006 dabei war, als es zum ersten Mal ein solch riesengroßes Fanfest mit der Mannschaft nach dem Turnier gab. Damals sind sie als Dritter hier gewesen. Damals war kaum kalkulierbar, was hier eigentlich passiert. Damals war es schon riesengroß. Heute ist es noch ein Stück größer. Das hat er selbst gesagt. Arne Friedrich, der auch gegen Argentinien sein gefühlt bestes Länderspiel vor 4 Jahren in Südafrika im Viertelfinale spielte. Und immer vorneweg, wenn es um die positive Energie, ums Feiern geht. Thomas Müller, Lukas Podolski, Grundlage schaffen für all das, was noch kommt. Mit einer Berliner Bockwurst. Guten Appetit, wohl bekommt's. Mats Hummels. Hier auch gefeiert, wie jeder eigentlich als Fußballgott. Hinter dem Tor tut. Und Sie wissen, dass es jetzt endlich gleich soweit sein muss. Berlins regierender Bürgermeister. Wenig überraschende Ausstattung, was die Klamotte angeht. Als Spitzenpolitiker möchte man beim großen Biergefühl natürlich dabei sein. Ob er sich das Extrakärtchen für die private Sammlung noch signieren lässt, kann man vielleicht später noch erfragen. Auf jeden Fall eine sehr privilegierte, gute Gelegenheit, sich ein schickes Autogrammkärtchen zusammenstellen zu lassen. So, Bastian Schweinsteiger wieder hier auf der Fanmeile als Weltmeister. Ja. Passen?
schwer. Also wir sind jetzt einen Tag erst nach dem Spiel. Also wir werden es erst realisieren, wahrscheinlich eine Woche danach. Aber wir genießen den Moment sehr und diesmal natürlich umso mehr, weil wir im Pokal dabei haben. Ich kann mir vorstellen, ihr wart ziemlich platt, als ihr aus dem Flugzeug kamt. Gibt es nochmal so einen Push, wenn man dann durch Berlin fährt in dem Ding da? Ja, absolut. Unglaublich, was hier die Berliner Menschen uns für einen Empfang bereitet haben. Fantastisch und so viele Menschen am Straßenrand. Das kenne ich selbst aus München nicht. Ist natürlich klar, weil München auch kleiner ist, aber es war genauso schön auf jeden Fall. Ich glaube, die Grüße an Gärtnerplatz sind angekommen. Wie lange habt denn ihr gefeiert? Unterschiedlich. Ich war eigentlich relativ früh im Bett, weil mir alles wehtat. Ich war ein bisschen, bin immer noch sehr, sehr müde. Aber der eine oder andere hat sehr wenig geschlafen, das stimmt. Ja, aber Stimme ist okay. Und hier die Narbe, geht's auch wieder, oder? Ja, es geht alles, es geht alles. Dann viel Spaß jetzt, danke. Aber das war doch schön, dass wir jetzt ihn hier nochmal gehört haben, nach den Eindrücken dieser Fahrt im offenen Truck quer durch Berlin.